Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, Ben Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Oh, Scheiße. Alles okay? Ich hab den Halt verloren. Geht schon. Lara, bist du in Ordnung? Jonah, ich bin hier. Ich klettere runter und hol dich. Nein, das ist zu gefährlich. Ich klettere wieder rauf. Bist du sicher? Bleib einfach da! Einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Was
Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp!
Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Oh Gott!
Die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit, shit! Nein, nein, nein! Das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Irgendwas ist hier. Ein religiöses Symbol, detailliert und mit Edelsteinen verziert, könnte byzantinisch sein, vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Könnte es das wirklich sein? Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Zu sein, aber ich kann den Text nicht entziffern. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Ein geheimer Eingang. Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Okay, hier ist er. Sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Noch
keine Spur von ihm. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ein Durchgang. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. Bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden.
Das war echt knapp. Sie sprengen sich den Weg frei.
drin. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Eine kleine Armee an, treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen, aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden. Das Wasser muss steigen. Die Wand ist brüchig. Sie durchbrechen können. Thank you.
diesen Balken komme. Auf diesen Balken komme. Mein Herr, die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am Eingang und wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen, und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal. Sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat.
diesen Balken komme. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Thank you.
Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Lara, was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Ich muss das alleine schaffen.